Lufthansa schickt über den Winter ein paar ihrer Airbus A350 nach Frankfurt. Klingt doch erstmal nach einer endlich mal ganz guten Sache, dass man jetzt bald auch das aktuell modernste Langstreckenflugzeug in der Flotte der Lufthansa an der eigenen Basis findet. Aber was das alles so mit sich bringt und warum man das macht und alle möglichen Details dazu, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir noch fleißig über mögliche Gründe und Ursachen diskutiert, welche die Lufthansa dazu brachten, auf der einen Seite nicht nur einige Airbus A380 aus Frankfurt abzuziehen und diese Maschinen dann durch kleinere Airbus A340 aus München zu ersetzen, sondern auch das aktuell modernste und neueste Langstreckenflugzeug in der Flotte der Lufthansa voll und ganz am zweitgrößten deutschen Flughafen und am zweiten Drehkreuz der Lufthansa in München einzusetzen. Alle aktuell insgesamt 16 Airbus A350 der Lufthansa sind dort am Flughafen in München zu Hause, sind dort stationiert und logischerweise fliegen die Flugzeuge zum aktuellen Zeitpunkt nur eine recht überschaubare Menge an Zielen in einer recht überschaubaren Frequenz an. Im A350 der Lufthansa kommt man jetzt gerade von München aus nach Seoul, New York, Chicago und Los Angeles. Das war es dann auch schon wieder. Für diese vier Verbindungen reichen tatsächlich vier Flugzeuge. Und das sind jetzt gerade die X-Ray Charlie, die X-Ray Foxtrot, X-Ray Oscar und X-Ray Papa. Bis vor einigen Tagen war auch noch die X-Ray Echo immer mal wieder unterwegs. Allerdings steht das Flugzeug jetzt schon seit einigen Tagen in München. Alle anderen Flugzeuge, also alle anderen 12 Airbus A350 der Lufthansa, sind dort geparkt und werden zum aktuellen Zeitpunkt nicht eingesetzt. Das ist für ein Langstreckenflugzeug, völlig egal wie modern oder effizient oder neu das Flugzeug ist, in der jetzigen Zeit nichts Ungewöhnliches. Allerdings für die im Schnitt gerade mal 2,5 Jahre alten Airbus A350 bei der Lufthansa echt eine unschöne Bilanz. Demgegenüber steht die Boeing 747-8, das Flaggschiff der Lufthansa und wahrscheinlich der einzige Vierstrahler bei der Airline, der noch etwas länger durchhalten wird. 19 Exemplare davon hat die Lufthansa in der Flotte. Im Schnitt sind die Flugzeuge 7 Jahre alt. Oder wie man in Bezug auf den A380 sagen würde, in der zweiten Lebenshälfte angekommen. Na, auf jeden Fall fliegt die 747-8 bei Lufthansa von Frankfurt aus, ebenfalls nur eine recht überschaubare Menge an Zielen zum aktuellen Zeitpunkt an. Das wären Mexico City, Shanghai, Chicago, Los Angeles, São Paulo, Johannesburg und Bangkok. Die Maschinen werden von der Basis in Frankfurt aus zusammen mit dem A330-300 und dem A340-300 auf der Langstrecke eingesetzt. Ja, und von diesen 19 Exemplaren der 747-8 stehen ganz offiziell gerade 10 Stück am Boden. Mit anderen Worten, von den für uns jetzt interessanten Flugzeugtypen bei der Lufthansa A350-900 und 747-8 sind jeweils 4 bzw. 9 Exemplare in der Luft. Für den Winterflugplan ab Ende Oktober werden dann jetzt 4 Airbus A350 von München, von ihrem Heimatflughafen aus nach Frankfurt gebracht und sind dort temporär für diesen Zeitraum des Winterflugplans, also für ungefähr 6 Monate, stationiert. Das sind allerdings nicht die 4 zum aktuellen Zeitpunkt aktiven Flugzeuge aus München, sondern nochmal 4 weitere Airbus A350, die sonst eigentlich für den Zeitraum über den Winter als geparkt eingeplant wurden. Diese 4 Flugzeuge aus München werden in Frankfurt dann die Boeing 747-8 auf den Verbindungen nach Los Angeles und Chicago ersetzen. Und ab Dezember fliegt der Airbus A350 aus Frankfurt auch anstelle eines A340-300 die Verbindung nach Tokio. Alle 3 Flughäfen kennen den Lufthansa A350 bereits. Von München aus sollen während des Winterflugplans insgesamt 7 Airbus A350 eingesetzt werden. Das heißt, die Anzahl der sich in der Luft befindlichen A350 der Lufthansa soll in den nächsten Monaten ganz ordentlich zunehmen. Also wichtige Info zu merken: Die 4 A350, die von München nach Frankfurt kommen, die kommen nicht einfach so dazu, sondern sie ersetzen anderes Fluggerät auf den Strecken ab Frankfurt. Das bedeutet für die Kollegen auf der Boeing-Flotte sicherlich vermehrt Kurzarbeit bzw. eine verlängerte Kurzarbeit. Für die Kollegen auf dem Airbus ist das Ganze hingegen eine eher gute Nachricht, da viele von ihnen in den letzten und dann eben vermehrt auch in den nächsten Monaten gebraucht werden. Gerade auch die flexible Einsetzbarkeit der Piloten und auch Flugbegleiter aus München auf den Mustern A330, A340 und A350 trägt hier sicherlich zu einer besseren Planbarkeit bei.
So lässt sich dann, zumindest in der Theorie, das fliegende Personal auch unter Beachtung persönlicher Wünsche oder vielmehr individueller Machbarkeit weiterer Monate in Kurzarbeit besser einsetzen. Die Leute, die wirklich unbedingt arbeiten wollen, erhalten mit ein bisschen Glück einen vollen Dienstplan und können vergleichsweise viel fliegen. Dafür bekommen sie logischerweise ja auch das volle Gehalt. Und die Leute, die es sich nicht zuletzt natürlich auch finanziell erlauben können, weitere Monate in Kurzarbeit zu verbringen, die erhalten auch mit ein bisschen Glück möglicherweise einen gut planbaren Zeitraum Kurzarbeit, für welchen sie ja immerhin einen Großteil ihres Gehaltes bekommen. Und auch wenn Letzteres logischerweise langfristig weder für den Arbeitnehmer attraktiv noch für den Arbeitgeber machbar ist, so finden sich sicherlich trotzdem ausreichend viele Kollegen, für die das Zuhausebleiben über den Winter eine machbare Situation darstellt, bei der man logischerweise für jedes zusätzliche bisschen an Stabilität und Planbarkeit nur dankbar sein kann. Nachvollziehbar ist die Umschichtung der Flugzeuge allemal, denn der Airbus A350 ist nicht nur das modernste und effizienteste Langstreckenflugzeug in der Flotte der Lufthansa, sondern die Maschine hat ganz einfach im Vergleich zur 747 auch eine jetzt gerade attraktivere Kapazität. Dazu vergleichen wir mal ganz kurz. Die Boeing 747-8 in der Flotte der Lufthansa bietet 8 Sitze in der ersten Klasse. Dahinter und darüber im Oberdeck befinden sich insgesamt 80 Sitze der Business Class. Dahinter findet man dann nochmal 32 Sitze in der Premium Economy Class und dahinter haben dann nochmal 244 Leute in der ganz normalen Economy Class Platz. Also sitzen in einer Lufthansa 747-8 maximal 364 Passagiere. Beim Airbus A350 sieht es ein bisschen anders aus. Dort findet man 48 Sitze in der Business Class, dahinter dann 21 Sitze in der Premium Economy Class und dahinter können dann nochmal 224 Leute in der ganz normalen Economy Class sitzen. Das bedeutet A350 maximal 293 Passagiere. Das sind definitiv weniger Leute, aber es fällt auf, es sind gar nicht so wahnsinnig viel weniger Leute. Dafür, dass die 747-8 doch eigentlich so ein verdammt riesiges Flugzeug ist. Immerhin ist es das aktuell längste Passagierflugzeug der Welt. Das liegt natürlich an der ziemlich großen Business Class, die man dort in der 747-8 findet. 80 Sitze ist schon echt eine ganze Menge. Aber es liegt eben auch an der First Class, die logischerweise für 8 Sitzplätze wahnsinnig viel Platz raubt. Und dass dieses Angebot, also dass das Angebot einer First Class, schon seit einigen Jahren eher auf dem absteigenden Ast ist, das ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Auch wenn die Lufthansa First Class immer mal wieder von unabhängigen Quellen wirklich gelobt wird, so geht der allgemeine Trend allerdings eher zu einer entsprechend gut ausgestatteten und modernen Business Class. Und Lufthansa wird zwar auch immer mal wieder von unabhängigen Quellen für ihre Business Class gelobt, beziehungsweise vielmehr für den dort stattfindenden Service gelobt. Die Hardware, die dort verbaut ist, also der Sitz, wird allerdings eher als nicht mehr zeitgemäß beschrieben und ist im Vergleich zum Konkurrenzprodukt oder zu den ganzen Konkurrenzprodukten auf dem Markt eher mies. Dafür wird Lufthansa mit der Boeing 777X, die ja mittlerweile ganz ordentlich verspätet ist, eine neue Business Class einführen, die sich grundlegend von der aktuell angebotenen unterscheidet. Das wisst ihr aber alles schon, nichts Neues. Die aktuelle Situation trägt aber sicherlich nicht dazu bei, eine Boeing 747-8, die ansonsten nicht annähernd gefüllt werden kann, auf Krampf zum Beispiel auf einer Strecke nach Los Angeles einzusetzen, nur um dort auf jeden Fall das First-Class-Produkt anbieten zu können, um dann vielleicht 1-2 Tickets zu verkaufen. Das macht man nicht, also setzt man stattdessen eher den kleineren Airbus A350, den leichter zu füllenden Airbus A350 ein und nutzt die Flotte somit optimal. Die Anzahl der Strecken, auf denen bei Lufthansa eine First Class angeboten wird, schrumpft damit immer weiter. Das kann sich logischerweise auch nochmal ändern, wenn dann alle 19 747-8 bei der Airline wieder eingesetzt werden. Aber jetzt gerade sieht das da eher ziemlich mau aus. Die ganz offensichtliche Überlegenheit zum aktuellen Zeitpunkt des Airbus A350 lässt sich aber noch in ganz einfachen Zahlen begründen. Der A350, so wie er bei der Lufthansa eingesetzt wird, verbraucht pro Flugstunde, je nach Wetter, je nach Auslastung, je nach Gegebenheiten, wie auch immer, etwa 5400, 5600 Kilogramm Kerosin. Bei der Boeing 747-8 sind das gerne mal 9600 Kilogramm Kerosin pro Flugstunde. Das ist ein ziemlich deutlicher Unterschied. Etwa 70% mehr Verbrauch für ein Flugzeug, was, vorsichtig, ganz simpel betrachtet, auf dem Papier nur 25% mehr Kapazität bietet als der A350.
Ganz so simpel darf man sich die Rechnung dabei logischerweise nicht machen, denn die 747, gerade als Version Strich 8 mit den natürlich immer noch sehr modernen Triebwerken, die da unter den Tragflächen hängen, hat selbstverständlich immer noch heutzutage ihre Berechtigung, wenn man das Flugzeug vernünftig einsetzen kann. Aber die Maschine bietet bei der Lufthansa im Vergleich zum A350 nicht nur eine deutlich größere Anzahl an Premium-Sitzplätzen, also an Sitzplätzen, die zwar nur als ein Sitzplatz gezählt werden, aber für die ein Passagier der Lufthansa natürlich deutlich mehr Geld zahlt, sondern das Flugzeug ist auch beim Thema Fracht sehr, sehr stark. Fast 25 Tonnen mehr Nutzlast von der 747-8 im Vergleich zum A350, das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer, mit der man natürlich auch Geld verdienen kann. Braucht man diese zusätzlichen fast 25 Tonnen Nutzlast allerdings nicht, beziehungsweise kann sie jetzt gerade einfach nicht benutzen oder einfach nicht verkaufen, naja, dann ist logischerweise schnell das kleinere Flugzeug das bessere Flugzeug. Lufthansa selbst spricht in ihrer Pressemitteilung von einem etwa 12% geringeren Treibstoffverbrauch des A350 im Vergleich zur 747-8 und logischerweise auch entsprechend weniger CO2-Emissionen. Betrachtet man dann aber noch den eben ausführlich erklärten Aspekt, dass so ein A350 eben einfacher zu füllen ist, leichter vollzukriegen ist, dann dürfte dieser Unterschied prozentual nochmal eine ganze Ecke größer werden. Mal schauen, wie das noch so weitergeht in den nächsten Monaten. Das weiß die Lufthansa zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlich selber noch nicht so ganz genau. Aber es ist sehr spannend zu beobachten. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Thema. Vielen Dank für euren großartigen Support und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Tagen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen und tschüss.